Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 30. September 2021. Die Zahl der Arbeitslosen im südlichen USL-Kreis ist im September erneut gesunken. Gemeldet sind aktuell 2718 Personen, 77 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,1%. Gesucht werden derzeit Fachleute unter anderem im Baunebengewerbe, Kraftfahrer, Pflegepersonal und Mitarbeiter im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Wie die Arbeitsagentur mitteilt, gibt es kommende Woche eine Jobmesse für die Belegschaft des Festers Rotor Blattwerk. Sie findet am 6. Oktober in Lauchhammer statt. Vertreter aus 5 ostdeutschen Kommunen haben sich am Dienstag in Großrätschen getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen ihre Erfahrungen mit dem Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, kurz BIWAG. Der Seespielplatz am Spielepfad und ein Besuch der Nachbarschaftswerkstatt waren 2 Stationen eines Erfahrungsaustauschs am vergangenen Dienstag in Großrätschen. Dazu empfingen die Gastgebervertreter aus Forst, Küritz, Rostock und Leipzig. Gemeinsam sprachen sie über die sogenannten BIWAG-Projekte in ihren Kommunen. Das Programm Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier will mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesinnenministeriums die Chancen von Menschen in benachteiligten Stadtteilen verbessern. Das Programm fördert Projekte zur Integration in Arbeit und zur Stärkung der lokalen Ökonomie. Unter dem Motto Aus Liebe zum Quartier kooperiert Großrätschen mit der WEQA Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft, beispielsweise in der Nachbarschaftswerkstatt und im Garten für Permakultur. Be smart, don't start, hieß es im vergangenen Schuljahr wieder in Senftenberg. Dahinter steckt eine Aktion für rauchfreie Schulklassen. Unterstützt wird sie durch die Stadt mit 1.100 Euro im Jahr. Zuschüsse für die Klassenkassen gingen unter anderem ans Friedrich-Engels-Gymnasium sowie an 2 Förder- und 2 Grundschulen. Rauchfrei heißt in dem Wettbewerb, weniger als 10% der Schülerinnen und Schüler konsumieren Tabak oder Nikotin jeglicher Art. Be smart, don't start fand in Senftenberg bereits zum 24. Mal statt. In Ortrand beginnen langfristige Straßenbauarbeiten in der Elsterwerderer Straße. Grundlegend saniert wird der Bereich vom Ortseingang Kleinkmehlen bis zum Markt. Insgesamt vorgesehen ist ein Bauzeitraum bis Mai 2023. Neben Fahrbahn und Nebenanlagen werden auch Wasserleitungen, Kabel und Gasanschlüsse neu verlegt. Der erste Teilabschnitt vom Ortseingang bis zur Tankstelle startet am 11. Oktober diesen Jahres. Er soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein. Investiert werden in das Projekt voraussichtlich 1,4 Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes und den Eigenanteilen der Stadt, des WRL und des Landkreises. Und nun weitere Kurzmeldungen. Die Aktionsgruppe Energieregion im Lausitzer Seenland kann erneut Fördergelder von EU und Land ausreichen. Unterstützt werden Konzepte mit hohem regionalen Mehrwert zur Entwicklung ländlicher Regionen. Anträge stellen können unter anderem Unternehmen, Kommunen und Vereine bis zum 31.01.2022. Am kommenden Sonntag laden 5 Kirchengemeinden aus der Region zu einer ökonomischen Andacht unter freiem Himmel. Sie beginnt um 15 Uhr an der Viktoriakapelle in Schwarzheide Ost. Gäste, ob kirchlich gebunden oder nicht, sind herzlich eingeladen. Bei Regen wird die Andacht kurzfristig abgesagt. Unter dem Motto Weltreligion, Weltfrieden und Weltethos steht eine Ausstellung in Senftenberg. Sie wird am 11. Oktober ab 18 Uhr im Bürgerhaus Wendische Kirche eröffnet. Im Zentrum steht das Zusammenleben von Gläubigen aller Religionen und Menschen mit nicht-religiöser Weltanschauung. Die Brandenburger Polizei bekommt Verstärkung. Die neuen Beamtinnen und Beamten haben jetzt ihre Ausbildung bzw. ihr Studium an der Hochschule der Polizei beendet. Ihre Zeugnisse erhielten sie von Innenstaatssekretär Uwe Schüler und der Hochschulpräsidentin Professor Heike Wagner. Damit beginnt auch ihr Dienst bei der Bereitschaftspolizei, in den Polizeidirektionen und beim Landeskriminalamt. Circa 90 junge Kommissarinnen und Kommissare werden der Polizeidirektion Süd tätig sein. Dazu auch 10 frisch ernannte Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister. Und nun geht es passend zu den aktuellen Polizeimeldungen. Auf der Hauptstraße in Schwarzheide ist ein Autofahrer Mittwochabend gegen einen Anhänger und eine Baustellenabsperrung gefahren. Er blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war er von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Es entstanden Sachschäden von rund 6.000 Euro. Am Kraftwerk Sonne in Freienhufen sind am Donnerstag gegen 10 Uhr 2 Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde hier niemand. Die Autos blieben mit Schäden von rund 1.500 Euro fahrbereit. Und das waren die Nachrichten und jetzt gibt es die Wetteraussichten. Das
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. An diesem Wochenende kommt der Spätsommer zurück. Es ist an allen Tagen weitestgehend niederschlagsfrei. Am Freitag wird es leicht bewölkt und trocken, die Werte erreichen 19 Grad. Samstag ziehen sich die Wolken ab Vormittag immer mehr zurück und die Temperaturen erreichen 21 Grad. Auch am Sonntag erwarten uns Höchstwerte um 21 Grad. Es wird heiter und trocken.